Hallo zusammen, hier ist wieder Tilan wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es gleich um insgesamt 6 Mounts, die wir uns alle über einen Händler kaufen können, beziehungsweise noch über einen anderen Weg kriegen. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, will ich euch einmal zeigen. Wo sind wir? Wir befinden uns im Smaragdgrünen Traum und zwar hier auf den Koordinaten 50, 62 nahe Amildrasil. Und dort haben wir ja einmal das zentrale Hauptlager. Hier gibt es mehrere Händler, unter anderem den einen, den ich euch gestern schon gezeigt habe, ne? Wo man die Trauminfusion durchführen kann. Da gibt es ja auch 6 Mounts, 7 Pets, hatte ich gestern schon ein Video gemacht. Das sind die, die so ein bisschen durchsichtig sind. Jetzt wollen wir uns den anderen Händler anschauen. Und zwar hier oben, Talissa, Flüsterblüte schimpft sich die. Und sie hat einige Items im Angebot, wenn ihr die noch nicht gekauft habt. Sie hat sehr viele T-Mog-Sachen. Zusätzlich hat sie dann auch noch einiges an Pets und auch noch 6 Mounts. Wenn ihr euch die schon gekauft habt oder über einen anderen Weg erspielt habt, dann sind die quasi hier nicht mehr drin. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt als erstes die Mounts an und dann erkläre ich euch, wie das ganze System funktioniert. Also, wir gehen jetzt hier mal unter die Mounts rein und dann geben wir hier mal Smaragdgrüner Traum ein und dann müssten wir sie da alle haben. Also das erste Mount, auf dem sitze ich hier gerade schon. Abendsonnentraum Säbler schimpft sich der. Das ist dieser schicke Säbler hier. Da können wir jetzt auch das Mount Special mal anmachen. Ja, ist bei Katzenmounts eigentlich immer das gleiche. Das zweite Mount, was wir haben, ist dieser Hirsch. Blütentraumhirsch schimpft sich der. Das ist dieser schicke Hirsch hier. Der hat das Grundmodel von einem Talbug, würde ich mal sagen. Aber ein bisschen bessere HD-Texturen, macht schon was her, definitiv. Dann als nächstes haben wir einmal einen weiteren Tiger, und zwar dieselbe Version, die wir vorhin hatten, bloß halt hier in so ein bisschen türkis-grünlich gehalten. Dann haben wir hier eine Traumkralle, schneeweiche Traumkralle schimpft sich die, das ist die hier. Dann gucken wir mal weiter. In der Traum müssen wir nochmal eingeben. So, dann haben wir hier noch eine und zwar Springflut-Traumkralle. Die ist jetzt ein bisschen grüner gehalten und jetzt muss ich mal gucken. Genau, das ist das letzte. Wiederbelebter Traumhirsch. Das ist quasi nochmal so ein bisschen orangelich abgeänderte Farbvariante. Da haben wir auch glühende Augen. Macht auf jeden Fall was her. Genau, das sind die 6 Mounts, um die wir uns heute kümmern wollen. Alle diese Mounts könnt ihr euch über eine Ressource kaufen, und zwar die Saatblüte. Die Saatblüte kriegen wir, indem wir die Weekly-Quest von ihr hier abschließen. Und zwar ist es so, dass wir für die Weekly-Quest insgesamt 5 Samen einpflanzen müssen. Und zwar sind das solche Samen, pralle Traumsaat oder kleine Traumsaat, es gibt auch noch eine gigantische Traumsaat. Und die könnt ihr immer einpflanzen bei einer Smaragdfülle. Heißt, da fliegt er hin. Wir können das jetzt auch gleich mal einmal erledigen, dann kann ich euch das mal zeigen. Eine gigantische habe ich leider jetzt gerade nicht mehr, die habe ich nämlich alle rausgehauen. Also, wir fliegen denn? Ach, steht da habe ich sogar noch was nicht gelootet anscheinend. Wir können da quasi hingehen und dann hier diesen Samen anklicken und dann wird das ein bisschen drauf gecastet. Und sobald es durchgecastet ist, können wir dann noch ein bisschen Materialien zusätzlich spenden. Da gibt es nämlich dann auch noch einen Tau, den wir haben. Also seht, das dauert jetzt 2 Minuten oder 3 Minuten. Den Samen habe ich schon drin und jetzt kann ich halt hier noch ein bisschen smaragdgrüne Tautropfen zusätzlich spenden. Und wenn ihr 5 Samen gepflanzt habt, dann könnt ihr die Quest abgeben. Einmal wöchentlich, wie gesagt, und bekommt einen Token. Wichtige kleine Information. Mit dem Token könnt ihr direkt die T-Mog-Sachen kaufen und die Pets. Die Mounts könnt ihr erst kaufen, wenn ihr bei den Traumwächtern auf 18 seid. Jetzt fragt ihr euch, wie hat der Täler alle Mounts, wenn er erst 14 ist? Funktioniert folgendermaßen. Aus diesen gepflanzten Geschichten können auch die Mounts rauskommen. Nicht aus den grünen und nicht aus den blauen, sondern nur aus den epischen. Es funktioniert quasi so. Wenn ihr einen grünen Samen pflanzt oder jemand andere den Samen pflanzt und ihr zusätzlich hier noch auch euren Samen dazulegt, ne, also diesen Button hier drückt, dann kann ein T-Mog-Teil rauskommen. Die kommen nicht so häufig raus. Es gibt einiges an T-Mogs. Ich kann euch das mal zeigen. Vorlagen, Sets. Das müsste hier dabei sein. Und zwar ist das Smaragdfülle. Das ist das Set hier. Ne? Das gibt es halt in Leder, in Kette, in Platte und in Stoff. Und dann gibt es auch noch zugehörige Waffen. Ne?
Und dementsprechend könnt ihr die aus dem grünen Samen rauskriegen. Also wenn ihr hier den Samen reinsetzt. Dann beim blauen Samen können die ganzen Pets rauskommen. Und auch ein paar Rezepte gibt es unter anderem. Und beim epischen Samen können die Mounts rauskommen. Ich habe jetzt sehr viele epische Samen gepflanzt und habe dadurch alle Mounts gekriegt. Und habe das mit mehreren Chars auch gemacht. Zusätzlich habe ich natürlich immer diese Quest mitgenommen und habe mir dann die T-Mog-Waffen gekauft. Die scheinen nämlich wesentlich seltener rauszukommen als die Gear-Sachen. Genau. Heißt, wenn ihr jetzt effizient die Mounts farmen wollt, dann holt euch ein paar Twinks ran, holt euch immer ein paar epische Samen und pflanzt die, macht die weekly und wenn ihr Pech habt und die Mounts nicht kriegt, dann habt ihr zumindest diese Tokens und sobald ihr 18 seid mit eurer Ruffraktion, dann könnt ihr euch mit den ganzen Twinks, also da muss anscheinend nur der Main auf 18 sein, die restlichen Mounts auch kaufen, wenn ihr Pech habt. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr mit den epischen Samen, wie gesagt, dann direkt die Mounts rausziehen. Hier dieser zweite Beutel, da kommen nur Ressourcen raus. Wenn ihr den quasi hochbastelt, also wenn ihr diesen Smaragd grüne Tautropfen investiert und ein Mount kann da drin sein, Winter-Nacht-Zäbler, der kann quasi in dem Beutel drin sein, dass die Qualität von dem Samen vollkommen egal. Und darüber hatte ich auch schon ein Video gemacht. Also hier kann quasi ein Mount rauskommen und hier, wenn ihr einen Epic-Samen einpflanzt, können die gezeigten 6 Mounts rauskommen. So, wie farmen wir uns jetzt am besten diese Samen? Ich kann euch empfehlen, dass ihr... Also es gibt zwei fixe Wege, wie ihr einen epischen Samen kriegt. Einmal gibt es hier einen Schatz, da fliegt er einfach nur auf so einen Baum hoch und macht den auf. Also ich habe jetzt hier im Handy Notes die bereits geöffneten aktiviert. Ne? Ich habe das alles natürlich mit Main schon lange gemacht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein paar Twinks habt, die Max-Level sind, einfach in Taldrassos das Portal nehmen. Das wissen vielleicht viele auch nicht. Hier oben über der Bank gibt es ein Portal direkt hier hin. Dann macht ihr es am besten so. Sobald ihr hier in dem Lager seid, nehmt ihr die Quest bei der Händlerin direkt an, dass ihr 5 Samen pflanzen müsst, um das Token zu kriegen. Im Optimalfall, es gibt noch 2 weitere Quests, eine, dass ihr 1500 Ruf erwirtschaften müsst und eine, wo ihr die Superblüte quasi abschließen müsst. Die könnt ihr auch noch annehmen, erstmal weil ihr da hohe Gear-Items rauskriegt und ihr da eigentlich nicht sonderlich viel machen müsst. Also für die Quest, wo ihr Superblüte abschließen müsst, müsst ihr einfach hier nur bei der Superblüte mitlaufen. Die erscheint jede Stunde zur vollen Stunde quasi hier oben. Und am Ende gibt es einen Boss. Den müsst ihr einmal anhitten und dann könnt ihr den Beutel abgeben. Aus dem Beutel für die Superblüte kriegt ihr erstmal gutes Gear. Ihr könnt einen Samen kriegen, auch einen epischen, wenn es gut läuft. Und zusätzlich noch einen Ruftoken. Es ist jetzt so, dass ihr auch bei der Superblüte, während das Event läuft, insgesamt 3 verschiedene Beutel bekommen könnt, wo auch Samen drin sein können. Und das gucken wir uns auch gerade an. Die läuft anscheinend... Ah ne, die läuft gerade zurück. Okay, können wir uns nicht angucken. Aber auf jeden Fall ist dann oben ein Balken. Und die Superblüte mitzuspielen macht Sinn. Erstmal, wenn ihr die Mobs lootet, habt ihr eine Möglichkeit auf Samen. Und aus diesen Beuteln sind noch Samen drin. Und wenn ihr den Boss am Ende tötet, kann da auch noch Samen drin sein. So, jetzt kommen wir zu den Fix-Samen. Und zwar haben wir hier einen, müsst ihr einfach nur einen Schatz aufmachen. Gibt es zu 50% einen gigantischen Traumsamen. Dann gibt es hier einen Schatz. Da kriegt ihr zu 100% einen epischen Samen raus, also diesen gigantischen Traumsamen. Da müsst ihr hier hinten auf den Koordinaten 64, 61 einen Mob quasi anhauen und der läuft dann hier rum. Dann müsst ihr ihn hier nochmal anhauen und am Ende läuft er zu einem Schatz und ihr könnt ihn looten. Also ihr müsst einfach nur draufklicken, den müsst ihr nicht wirklich töten. Genau. Und hier gibt es noch einen blauen Traumsamen, den ihr looten könnt. Also 3 Stück könnt ihr hier schon mal durch Schätze relativ schnell kriegen. Und wenn ihr während der Superblüte dementsprechend noch den ein oder anderen Samen rauskriegt, beziehungsweise aus dem Beutel der Superblüte, und wenn ihr das Ruftoken aus dem Superblütebeutel rauszieht und das aktiviert, dann habt ihr eigentlich schon mit den anderen Samen genug Ruf, um dementsprechend auch die zweite Quest im Lager abzugeben, die euch auch nochmal einen Beutel bringt, wo auch wiederum ein Samen drin sein kann. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr so 3, 4 epische Samen kriegen mit euren Twink, ohne viel Aufwand zu haben. Ne? Dann müsst ihr einfach nur die paar Schätze aufmachen und die Superblüte abschließen. Und aus diesen ganzen Samen können dann auch die Mounts drin sein. Ich habe das mit einigen Twinks gemacht, ich habe ja sehr viele Chars und habe somit die Mounts zusammenbekommen. Wenn ihr, wie gesagt, nicht so viele Chars habt, könnt ihr natürlich mit den paar Chars, die ihr habt, das machen, eure Tokens aufbewahren und sobald ihr mit dem Main auf 18 seid, könnt ihr euch mit den Tokens, die ihr über diese Weekly Quest kriegt, auch die Mounts kaufen. Ich habe, wie gesagt, mir die T-Mogs gekauft, aber das
kann ja jeder dann so entscheiden, wie er das möchte. Genau, das sind so die Wege, um an diese 6 Mounts ranzukommen. Wie gesagt, es gibt auch noch ein paar Pets in den blauen Samen, die gibt es auch beim Händler. Die ganzen T-Mox sind in den grünen Samen drin, die könnt ihr auch beim Händler kaufen. Und dann gibt es noch Rezepte aus den blauen Samen, die gibt es leider nicht beim Händler. Die müsst ihr tatsächlich selber looten, aber ja. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.